Erstes Gruppenspiel hier bei der EM 2024. Es wurde viel diskutiert. Am Ende zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen. Und gleich kann es hier losgehen mit Deutschland gegen Schottland. Hallo liebe Fußballfans zu Hause an den Geräten. Wir sind hier im Olympiastadion, dem Austragungsort dieser heutigen Partie. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Deutschland gegen Schottland. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das geht. Ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer, Antonio Rüdiger spielt mit Jonathan Tah-Abwehr und Kai Havertz ist heute erstmal der einzige echte Stürmer. Unglaubliche 150 Einsätze für Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit geben kann. Das ist die heutige Aufstellung von Schottland. Schauen wir uns nach den Informationen der voll drin. Also erstmal nominell Stürmer, aber klar ist auch, dass da jede Menge Unterstützung ist. Alle oben.
heute durchaus mehr auf. Er trifft heute viele falsche Entscheidungen auf dem Platz. Auch deshalb nur ganz wenige Aktionen. Thank you.
ist nicht das, was sich die Fußballfans erhoffen, was man sich wünscht. Interessant war es ja trotzdem, spannend war es nämlich. Und beim nächsten Mal fahren wir gut. Schauen wir auf Jamal Musialas heutige Leistung. Ja, das haben wir alles schon besser gesehen. Nur das Remis also in diesem Spiel, aber mehr war bei dieser, na sagen wir mal, durchschnittlichen Leistung auch nicht drin. Da hätte aus meiner Sicht mehr kommen können, ja, kommen müssen.